Hey Leute, willkommen wieder bei Ocarina of Time 3D Master Quest. Wir haben den Wassertempel abgeschlossen und noch ein bisschen Sidequests gemacht. Jetzt will ich einfach mal sagen, wird es Zeit, sich wieder der Story hier zu widmen, ja? Und dafür müssen wir erstmal wieder klein werden. Ist schon eine ganze Weile her, dass wir das waren, also ja, mal wieder umgewöhnen hier. Ach ja, ist doch auch ganz nett hier. So, mittlerweile gibt es ja einiges an neuen Items für das Kind hier. Naja, gut, wie man es nimmt. Die Maske nehme ich mal mit. Ich weiß nicht, ob ich die Quest noch mache hier. Ich schätze aber mal, dass ich sie noch erledigen werde. Ich weiß auch jetzt, wo man die Maske abgeben muss ja mittlerweile. Ist es mir wieder eingefallen, ja. Ach ja, wunderschön, ne? Hier ist noch alles idyllisch. Da merkt man erst wieder den krassen Unterschied, ganz klar. Und als Kind haben wir natürlich auch gut was zu erledigen. Allerdings nicht hier. So, wir haben ja so ein schönes Lied erlernt, ne? Das werde ich jetzt direkt mal anwenden. Die Nocturne des Schattens. Mystisch im Klang. Irgendwie ein wenig bedrohlich, aber eben auch beruhigend. So, und damit sind wir jetzt am Friedhof, aber nicht an irgendeiner Position. Nein, sondern direkt vorm Schattentempel, der ist nämlich da unten. Aber als kleiner Hosenscheißer bringt uns das gefühlt einfach mal gar nichts. Tja, Pech gehabt, da kommen wir nicht wirklich weit so. Aber gut. So, hier ist ja noch dieses Kind, da weiß ich schon, dass die nächste Maske, die wir kriegen, dort abgegeben werden muss. So. Was wir jetzt aber machen wollen, ist nach Kakariko reinzugehen. Das wollte ich eigentlich nicht lesen. So, und da gibt es nämlich ein Lied zu spielen. So. Und mir gerade was einfällt, das weiß ich gar nicht mehr genau. Es gab mal einen witzigen Glitch hier, aber ich weiß nicht, ob der... Nee, den kann ich spontan, glaube ich, nicht machen. Da müsste ich mir das, glaube ich, nochmal durchlesen. Das wäre sogar was, was man hier durchaus machen könnte, weil ich hier nichts Wichtiges skippen würde. Das wäre eigentlich ganz lustig, glaube ich. Aber ich weiß gar nicht mehr genau, wie das funktioniert hat, ehrlich gesagt. Ich meine, das hat irgendwas mit Hühnern zu tun, dass man hier dann runterspringt. Und dann ist man irgendwie, konnte man hier so halb out of bounds gehen und dann war man auf einmal unten. Also, so zur Info, wir müssen da jetzt erstmal runter, ja. Und dafür müssen wir ein anderes Lied spielen, was wir schon vor einer ganzen Weile erlernt haben, allerdings noch überhaupt nicht benutzt haben. Und zwar die gute Hymne des Sturms. Auch wieder wunderschön, wie ich finde. Sehr bekannt. Oh, das musste man nicht hier benutzen, ne? Klar. Ich bin wieder verplant wie eh und je. Das bedeutet natürlich, wir müssen jetzt erstmal nach oben, denn erinnert ihr euch, wir waren hier ja, übrigens Zeitparadoxon, und er hat uns ja erzählt, boah, das ist ein kleines Kind mit der Ocarina, war vor 7 Jahren und das hat ihn total zum Austicken gebracht, ne. Hier scheint er ja noch relativ gut drauf zu sein. Ich mag's im Rhythmus dieser Mühle Musik zu machen, das macht riesen Spaß, ich liebe Musik, ich liebe diese Mühle. Ich will selbst einmal etwas komponieren, vielleicht eine Melodie, die von der Mühle oder vom Wind erzählt, ja. Und mit dem können wir jetzt Ocarina hier spielen und selbstverständlich spielen wir ihm die Hymne des Sturms vor. So, damit tickt natürlich auch hier wieder alles aus, ganz klar. Der Ärmste muss es jetzt erdulden, dass es hier drin regnet. So, und dadurch zieht natürlich diese Mühle ordentlich Wasser an jetzt durch den schnelleren Lauf. Sozusagen alles abgepumpt. Damit kommen wir in den Brunnen, ein kleiner Mini-Dungeon. Ich bin gespannt, wie er in Master Quest wohl gestaltet ist. Da... Ja, ich bin wirklich gespannt, weil ich finde, tatsächlich ist es ein sehr, sehr cooler kleiner Dungeon. Das ist eine sehr schöne Melodie. Hoch, jetzt geht's mir aber doch zu schnell. Ja. Yay, Karussell. Okay, jetzt aber raus hier. Wir müssen hier schließlich noch was erledigen, ja? Wow.
Okay, gut. In den Brunnen. Grund des Brunnens. Und das ist ein... Ja, eigentlich ziemlich angsteinflößender Dungeon, finde ich. Also als kleines Kind, hat man sich schon so ein klein wenig gefürchtet, muss ich sagen, ganz ehrlich. Oh mein Gott, jetzt haben sie hier einen Zombie hingestellt. Oh Gott, nein, 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 nein! Aha! Oh mein Gott! Die machen so viel Schaden in Master Quest. Stirb! Oh mein Gott! Seht ihr? Horrormomente direkt. Navi. Ich höre in diesem Raum geisterhafte Stimmen flüstern. Wir flüstern mir zu. Suche nach dem Auge der Wahrheit. Mysteriös. Ich denke, diese kleinen Haufen, da kann man wegsprengen. Ich weiß nicht, ob man es in Master Quest, ja, dachte ich mir schon fast. Gut, da war jetzt natürlich nichts, aber ich wollte das nur mal kurz demonstrieren. Ich könnte mir vorstellen, dass man in Master Quest das ein bisschen ausnutzt, ehrlich gesagt. Deswegen will ich hier mal erstmal alles sprengen, ja. Ich glaube, das ist eine sinnvolle Entscheidung. Denn hier sehe ich auch schon kleine Änderungen. Na, wer sagt's denn, ne? Ich wusste es. Gut, hier sind jetzt nur Herzen anscheinend. Aber ich wette, ich könnte mir jetzt vorstellen, weil das ist ja der Dungeon mit dem Auge der Wahrheit. Das heißt nämlich, sobald man das hat, wird man auf einmal ganz viele Dinge sehen, die man vorher nicht sehen konnte. Okay, ich wette, hier kann man einfach durch. Nee, kann man nicht. Gut. Danke, Spiel, für die Enttäuschung. Das hier ist ja auch wieder krass. Moment, was ist hier? Ich mag die Musik nicht. Ach, sieh mal einer an. Was haben wir denn da? Nettes freigelegt. Oh, oh. Ich sehe gerade, uns gehen mal wieder die Deko-Kerne aus. Ah ja, das hat das Tor drüben geöffnet. Das ist natürlich sehr schön. Was haben... Moment, was? Nicht dieses Tor? Okay. Welches Tor dann? Okay. Ich höre in diesem Raum geisterhafte Stimmen flüstern. Sie flüstern mir zu. Suche nach dem Auge der Wahrheit. Verdammt nochmal, wie soll ich das sagen? Okay. Wie auch immer. So. Was ist denn hier? Okay. Ich wollte eigentlich das nicht unbedingt schmeißen. Ah, ja. Du wirst untergehen. Oh, yes. Das war ein Timing, Leute, ja? Profi am Werk. Ah ja, sehr schön. Dann springen wir doch direkt mal rüber. Was? Nein, du solltest springen. Ach, Link, Mann. Achte auf den Schatten der Kreaturen, die an der Decke hängen. Was? Nein. Ernsthaft? Die gibt's hier unten? Oh mein Gott. Die waren im Original auch nicht da. Alter, als kleiner Link, ist das gar nicht mal so einfach. Oh mein Gott, was zur Hölle? Ah. Spiel, hör auf damit. Meine Güte. Gib mir einfach hier Skerchums, ich glaube es hakt, ja. Gibt's hier eigentlich... Moment. Okay, doch, das ist das normale Geräusch. Moment, oh Gott. Panikattacke, ey. Baut einfach überall Felsen ein, wisst ihr? War in der Eishöhle noch nicht genug. Immer am Übertreiben. Oh Gott, ich hoffe... Hey, das hat funktioniert, cool. Gut, hier gibt es zwar eine Menge Herzen, aber das suche ich eigentlich überhaupt nicht. Oh Mann. Aber ich mag das schon wieder. Einfach alles so anders. Das ist total lustig. Macht einfach einen Heidenspaß, hier durchzugehen. Oh mein Gott. Nein, es macht keinen Heidenspaß, hier durchzugehen. Ah. Okay, Moment. Moment, ja. Ich habe da so eine Lösung und die nennt sich Bombe. Verdammt, es funktioniert nicht. Na gut, dann gibt's noch eine andere Lösung. Die elegantere Lösung. Wo warst du nochmal? Ah ja. Vielleicht sollte man es auch richtig spielen. So. Ja, natürlich die Hymne der Sonne. Oh mein Gott, ey. Was haben die alles reingepackt? Einfach gehst ums Eck, 10.000 Zombies stehen auf einmal rum. Und ich denke mal, was? Das könnt ihr nicht machen. Oh nein. Nein, 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 nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh nein. Ihr werdet mich nicht betäuben. Hör auf damit. Oh mein Gott. Ich wünschte, er wäre ein klein wenig stärker. Ich krieg nicht mal was für den Scheiß. Was soll das?
Die hätten wenigstens eine Wand oder so hinstellen können. Wahrscheinlich ist das hier irgendwo die versteckte Trollkiste, die ich nur mit dem Auge der Wahrheit sehen kann. Ich kann es mir schon vorstellen. Meine Güte, ey. Oh Mann, dieser Dank geht ja an die Nerven schon jetzt. Nein. Böser, unsichtbarer Gegner. Ah. Nein, hau mir kein... Goddammit, Spiel. Goddammit. Danke. Darf ich auch mal zu dieser Goldskulptur? Mehr kriege ich ja nicht. Okay, ich renne jetzt ja. Nein, es funktioniert nicht, einfach durchzurennen. Oh. Danke für diese abnormale Reichweite. Ich gehe besser nach oben, ganz im Ernst. Ja. Dieser Dungeon ist lustig, irgendwie. Sehr unterhaltsam, auf jeden Fall. La 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 la, einfach mal die Leiter hoch. Und wo kommen wir jetzt raus? Super versperrte Tür. Ach so, ach, da war ich schon mal natürlich. Jetzt erinnere ich mich wieder zurück. Oh Mann, ich könnte mir auch vorstellen, dass man irgendwo einfach runterkracht oder so. Ah, da drüben brauchen wir einen Schlüssel. Den kriegen wir natürlich auch nicht so einfach. Hier ist wieder alles super. Absolut klasse. Was hast du uns zu sagen? Ach so, das ist gar kein Hinweis. Na gut. Ah ja, seht mal einer. Sieh mal einer an. Hier gibt's doch tatsächlich was zum Sprengen, was uns überhaupt nichts bringt. Juhu! Das habe ich vollkommen sehen. Oh Mann. Leute. Ja, hier könnte ich das Wasser senken. Das weiß ich aber noch nicht, ob es das schon bringt, ehrlich gesagt. Was ist hier? Springe ins Verderben oder was? Super. Ich glaube, da kommt man nur wieder ins untere Geschoss, wo ich im Prinzip nichts machen kann. Glaube ich zumindest. So, was haben wir hier? Nichts, wow. Ja, vorhin hat mir eigentlich eine Tür freigeschaltet, ne? Und das sollte man sich eigentlich mal ansehen, aber ich laufe gerade ein wenig im Kreis. Was haben wir hier? Okay. Alles verschlossen. Ein Krug mit einer Fee. Danke. Weil das habe ich gesucht. Okay, anscheinend bleibt uns kaum eine andere Wahl, als das Wasser abzulassen, ne? Weil da können wir nicht direkt rüberspringen. Ich time das mal wieder so geil. Boah, King! Richtig nice, Mann. Nee, das kann ich, glaube ich, vergessen. Ich kann mal schauen, ob da noch was drunter liegt. Wenn ich das nicht schon mal getan habe. Okay, nee, passt alles, gut. Dann würde ich einfach mal sagen, lasst uns das Wasser senken und wir werden sehen, was dabei herauskommt, was dabei passiert. Oh Mann, ich finde es immer noch komisch, das rückwärts zu spielen, also von den Tastenbelegungen. Ich hatte es tatsächlich noch vom N64 so richtig drin, wie ich klein war. Richtig gemerkt, nur fürs ganze Leben, diese tolle Kombination. Dann kommt das da hier und zerstört alles. Ich wette, man fällt davor runter, oder? Nein, tut man nicht. Was? Oh mein Gott. Danke. Das ist ja kaum zu glauben. Ah ja, eine Labyrinthkarte. Sehr schön. Das freut mich doch. Ja, natürlich kommt jetzt so ein fieses Monster hier wieder runter. Was? Weg mit dir. Meine Güte, ey. Ah ja, und da können wir auch auf was ballern. Ja, so wollte ich das eigentlich nicht machen. Gut. Machen wir halt alles mit Bomben in diesen Dungeon. Warum nicht? Okay, ich gehe besser mal. Ich weiß auch nicht, was Navi hier möchte. Aber es gefällt mir irgendwie nicht. Okay, auch nichts zum Sprengen. Gehen wir mal dadurch. Vielleicht bringt uns das ja weiter. Okay, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass die uns verraten, dass man, also man sollte sie wahrscheinlich nicht zerschlagen einfach. Nein! Nein! Ich hab gefailt. Warum? Warum habe ich gefailt? Oh Mann, und dann kommen wieder solche lästigen Dinger. Weg mit dir, mein Gott. Autsch, Alter, machst du viel Schaden. Holy shit. Okay, nichts wie nach oben. Nochmal durch die Tür und diesmal nicht failen.
Ja gut, diesmal wird man so ein bisschen durchgeleitet, also ohne Auge der Wahrheit. Das finde ich aber auch nicht unbedingt schlecht, muss ich sagen. Ist eine schicke Idee auf jeden Fall. Gefällt mir. Gefällt mir sehr gut. Ah, da kommen wir natürlich wieder nicht durch. Okay, hier kommen wir durch. Wo war's? Achso, ich bin schon wieder dran vorbeigelaufen, weil ich so gut bin. Was? Moment, nein, das ist was anderes. Was? Oh mein Gott, alles ist unsichtbar. Lass den Blödsinn, ich benutze jetzt einfach Feuerinferno, weil das ist ein Flächenangriff. Da habe ich wenigstens eine Garantie, dass es irgendwie mehrere Gegner trifft. Oh mein Gott, das gefällt mir alles nicht, ey. Ah, mein Gott, wie viele unsichtbare Gegner denn noch? Alles nur für eine Skulltula anscheinend, oder? Super. Die macht sich hier unterm Grabstein bequem. Okay, so, dann wieder raus. Also hat das mehrere Türen geöffnet. Das ist mir vorhin gar nicht aufgefallen. Na gut. Nein. Böses Monster. Okay, wir machen das mal so. Oh, Gott sei Dank, der kleine Schlüssel. Endlich. Meine Güte. Meine Nerven sind ein klein wenig am Ende, muss ich ja sagen. So, nichts wie raus und direkt schauen. Ah, wo war das jetzt noch gleich? Oh, Mann. Orientierung. Wo bist du geblieben? Ich denke, es war da drüben, ne? Ja. Wir haben ja unsere Goldschuppe. Das sollte ja kein Problem sein. Geht wahrscheinlich auch mit Silberschuppe. Ja, klar. Früher musste man da auch nicht durchtauchen. Früher konnte man nicht das Wasser absenken. Man gibt du? Was? Direkt am Anfang? Was? Nein! Die sind verdammt stark. Oh, okay. Das hat ganz komisch gebuggt. Aber ich bin sehr zufrieden, dass es gebuggt hat. Also, okay, jetzt kommen auch noch Geister dazu. Okay. Von mir aus. Ich hoffe, dieser Raum hat einen weiteren tiefen Sinn, der sich mir nur noch nicht erschließt. Na los. Boah, die sind auch immer so lästig, ne? Stehlen mir die Zeit. So. Okay, ich höre eine Skulltula. Aha. Du kannst dich nicht verstecken, aber du kannst mir anscheinend Schaden machen. Yay. Why not? Ich habe eigentlich kaum mehr... Okay. Sagt sich schon, da kommt noch einer. Ich hoffe, das geht einigermaßen durch den Raum durch. Nicht, dass das jetzt verschwendet ist. Okay, das könnte ziemlich übel sein, dass ich das jetzt getan habe, aber ich habe keine Ahnung, was das richtige Sarkophag ist. Oh Gott, Gyptos. Oh Mann, eigentlich wäre Feuer wieder am besten, ne? Oh Mann, nein, 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 nicht näher kommen. Oh, Gott sei Dank, er ist tot. Verfluchte Gyptos, Mann, ey. Ich krieg die Krise. Es eskaliert langsam. Wird so ein bisschen zum Horror-Game hier schon, ja? Okay. Nein, 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 nein. Das war nicht gut, das war nicht gut. Los, beweg dich. Nein, nicht so. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ich glaube, wir sind gleich tot, oder? Nein. Oh oh. Nein. Man hört mich wahrscheinlich tippen wie ein Wahnsinnigen. Weil ich hasse es einfach. Man hat diese Starre, ne, und dann kommen die auf einen zu. Ich krieg die Krise jedes Mal. Boah, ey. Das ist eigentlich schon ein verdammt cooles Gegnerdesign, muss man trotz allem sagen. Eigentlich. Wirklich, was das einen halt in den Nerven packt, was irgendwie schon passt zu Untoten, finde ich. Aber bitte geh nicht aus, ich würde ganz gerne den Dekostab noch behalten. Cutscene, danke. Oh nee, nicht noch einer. Was? Nein! Okay, das killt uns, der killt uns, der. Das war klar. Gott sei Dank habe ich Feen dabei. Alter Schwede, ey. Nervenkitzel pur. Oh oh. Das gibt's auch nicht, ne? Wow, was war das?
Kann ich hier denn noch irgendwas erledigen oder war der Raum jetzt völlig umsonst? Das kann doch nicht sein. Hier muss doch was sein. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das alles umsonst war. Kann ich hier echt nichts machen? Komm schon, Spiel, das gibt's doch jetzt nicht, oder? Irgendeine Belohnung muss hier doch sein. Aber ich bin doch in allen Särgen jetzt gewesen, oder? Was zum? Hier ist nichts. Aber, hä? Oh Mann, ey, ich bin total verwirrt jetzt. Super. Jetzt habe ich den kleinen Schlüssel benutzt und es hat nichts gebracht, einfach mal. Rein gar nichts. So, wo geht's denn jetzt hin? Jetzt bin ich auf jeden Fall extrem verwirrt. Super. Das war das Einzige, was jetzt passiert ist. Das Spiel lässt mich in Verwirrung zurück. So, jetzt hat sich leider auch nichts geöffnet. Aber da muss es doch eine Möglichkeit geben. Hm. Und das haben wir ja aktiviert. Kann man hier irgendwie vielleicht tauchen? Bringt das irgendwas? Nee. Ich denke, naja, mit einer Bombe könnte man das vielleicht wegsprechen. Ich glaube nicht, dass das was offenbart, oder? Ich kann es mal versuchen. Ich meine, Master Quest ist ja manchmal einfach unglaublich unkonventionell. Aber da müsste die Bombe halt unmittelbar vorm Wasser. Nee, das schafft man unmöglich. Das glaube ich nicht, dass das die Lösung ist. Und wenn doch, dann verflucht seist du, Master Quest Development Team. Super, jetzt wollte ich einfach mal das hier ausprobieren, weil ich vielleicht dachte, naja, es könnte ja was bringen. Nö. Hat nichts gebracht. So, der muss jetzt auch mal gekillt werden hier. Kriegt schon die Krise. Oh Gott. Oh Mann, man wird in diesen Dungeon so rumgeschubst. Ey, das ist unglaublich. Was mich mal interessieren würde, wie komme ich zu dem Schalter da oben? Ich denke mal, da muss es noch irgendeinen versteckten Weg geben. Hundertprozentig. Und das ist wahrscheinlich auch die Lösung. Der Schalter da oben, der sagt einen doch schon etwas. Der lacht einen an, der sagt, komm, drück mich. Ja. Das ist nämlich ein ganz liebesbedürftiger Schalter. Egal. So. Wieder zurück. Schon wieder mal am Anfang. Yeah. Because it's fun. Aha. Das macht mich wahnsinnig. Okay, wie auch immer. Was macht man denn jetzt hier? Ist ja ein bisschen doof gelaufen und so, ne? Kann ich dir vielleicht eine Bombe einfach dran schmeißen? Vielleicht geht das ja. Nö, geht nicht. Wäre auch zu einfach. Ah, ich könnte mir vorstellen, dass man irgendwo halt noch spontan runterfliegt. Oder drüben. Ich denke nicht, dass die offen ist, aber ich kann mal nachschauen. Das letzte Mal war sie nämlich noch zu. Ja, ist immer noch zu. Ist halt die Frage, was man tun muss, ne? Damit sowas geöffnet wird. Oder habe ich doch noch irgendwas übersehen? Dachte eigentlich, den könnte man auch an einem Part schaffen hier, einen Brunnen, aber anscheinend nicht, ja? Braucht man für den Brunnen genauso lang wie für den Wassertempel. Warum eigentlich nicht, ne? Ist alles eine Option. Okay, anscheinend. Moment, da war doch eine Fee vorhin, ne? Ja. Die spawnt anscheinend regelmäßig, das finde ich jetzt sehr gut wiederum. Puh. Was ist eigentlich hier? Haben die das verändert? Nee, haben sie nicht. Da muss man nach wie vor einfach durchtauchen. Wisst ihr was, Leute? Dann würde ich einfach mal sagen, bis zum nächsten Part von Ocarina of Time, dann machen wir das hier gar. Und da wird noch ein ziemlich krass gruseliger Boss auf uns zukommen auch. Also, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Part von Ocarina of Time 3D Master Quest.